Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine Extra-Einladung? Na los, nimm meine Hand. Schnell, Moment. Den Teil kennt er ja noch gar nicht. Los! Worauf wartest du? Hab dich! Goal! Ich fasse es einfach nicht! Bist du es wirklich oder bin ich schon tot? Du wärst tot gewesen sein. Das konnte ich nicht zulassen. Ach, aber Haare abschneiden, das geht. Halt die Schnauze und lass mich dich hochziehen. Halt! Aufhören! Lass den Mann los! Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du ihn fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also, zum letzten Mal. Lass ihn los. Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer. Aber ich glaube, sie blöffen nur. Ihr blöfft nur. Ihr würdet nicht zulassen, dass ich in den Tod stürze. Ich werde ihn hochziehen, ob es euch gefällt oder nicht. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ganz sicher. Also los jetzt. Hoch mit dir. Ich habe es geschafft. Dieses Mal habe ich dich gerettet. Sieht so aus, als wären wir quitt, was? Tja, sieht so aus. Leider hat die Sache einen Haken. Hä? Wieso? Nun, die haben doch nicht geblufft. Hä? Was zum... Hey, wir leben! Die Rückschubdüsen müssen den Fall gebremst haben. Hörst du, Goal? Wir leben noch! Wir... Goal? Goal? Oh nein, nicht doch! Goal! Goal! Chillbot Akkus auf Tiefstand. Gefahr, Gefahr. Lebensmittel aufbrauchen oder Akkus neu laden. Puh. Was ist los? Ich weiß nicht. Wir sind nicht tot, glaube ich. Offenbar meinten die Utopianer das mit dem Kaltmachen doch wörtlicher als befürchtet. Warnung! Warnung! In 512 Meilen Entfernung wurde ein Plasmasprengkörper gezündet. Thermonukleare Kettenreaktionen verbreiten sich mit fünffacher Schallgeschwindigkeit über den Planeten. Strukturelle Integrität der Schrottkruste wird in einer Minute versagen. Warnung! Warnung! Ihr Gefriergut ist in Gefahr. Moment mal. In einer Minute geht die Welt unter? Und ich, Trottel, hab vergessen, die Post abzubestellen. Schon toll, so ein Multifunktionskühlschrank. Sich in einem Kühlschrank vor einer thermonuklearen Explosion verstecken? Das ist selbst für meine Verhältnisse minderhirnig. Jetzt können wir doch noch mal zusammen die Welt retten. Müssen wir den Tim Bensko aber auch mitnehmen. Wieso? Hast du einen Plan? Hetz mich nicht! Noch ist die Minute nicht um. Sie taut langsam auf. Das Chronocar, aber natürlich. Denkst du dasselbe, was ich auch denke? Oh, bitte nicht. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Ich sehe keine. Wir werden uns an nichts erinnern, oder? Das ändert nichts daran, dass es eine tolle Zeit war. Ja, das war's. Mach's gut, Rufus. Es war mir eine Ehre, Goal. Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart.
und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Knickerfolie aus dem Postbüro. Was hatte ich damit noch gleich vor? Ach egal, ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Memo an mich selbst: vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Hey, stopp! Sie können hier nicht parken, Sie... Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Stopp, stopp, stopp. Du willst doch jetzt nicht etwa die ganze Geschichte von vorn erzählen. Aber darum geht es doch. Jetzt, da ich den Stromumkehrer in das Gedankendingsbums geköpft habe, kann ich mich an alles erinnern. Moment, ich bin verwirrt. Hast du nicht eben noch erzählt, du hättest verfehlt? Hab ich ja auch, du Hohlkopf. Und zwar all die anderen zigtausend Male, an die ich mich jetzt wieder erinnere. Aber eben habe ich getroffen. Hast du nicht die krassen Spezialeffekte gesehen? Was denkst du, warum ich so alt aussehe, hm? Da war ich wohl abgelenkt. Der Stromumkehrer hat die Wirkung des Schi-Blucks. Shinsuma-Klucks. Des Gedankenlesers invertiert. Anstatt zu vergessen, erinnere ich mich jetzt an alles. Erinnerungen an über 100 Jahre der immer gleichen Geschichte. Denkst du etwa, deine Haut würde das besser wegstecken? Das ist doch ein Trick. Fauler Budenzauber. Nichts weiter. Sehe ich so aus, als würde ich tricksen? Ratatatatat. Ich hab Gicht, Mann. Wir haben das Problem komplett unterschätzt. Wir haben es nicht nur mit einer Schleife zu tun. Die Zeitschleife, die ihr mit dem Chronokar erzeugt habt, war nur eine kleine Schleife innerhalb einer viel größeren. Und diese größere wiederum hat zwei Schlaufen, von denen die eine viele weitere Schleifen hat. Erst am Ende der zweiten Schlaufe beginnt die große Schleife von neuem. Wovon faselt der Opa? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Es ist wie bei einem Pizzakarton, den man in der Mitte faltet, um dann mit einem Stift... Ach, Unsinn, kein Pizzakarton. Es ist eigentlich ganz einfach, nur eben inkompliziert. Das alles hier ist bereits viel tausendfach passiert. Zu oft, um es zu zählen. Und wenn ihr jetzt noch einmal mein Gehirn lasert, wird es wieder und wieder passieren. Ich und Goal, also Goal und ich, werden Deponia retten. Ich werde fallen. Sie wird versuchen, mich aufzufangen. Ihr werdet das Kabel kappen. Goal wird sterben. Ich werde die Welt in die Luft jagen. Goal und ich werden auftauen und die Zeit zurückkurbeln. Dann ist alles auf Anfang. Und ich werde mehr Chronicle kennenlernen. Timepod klauen, Future Goal aus der Zukunft retten, von Elysium absprengen. Und nachdem wir über den halben Planeten und durch die Zeiten gehetzt sind, sitzen wir am Ende doch wieder hier. Einziger Unterschied? Dieses Mal habe ich mit dem Stromumkehrer getroffen. Und daher weiß ich, das hier ist unsere einzige Chance, den Kreis zu durchbrechen. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Du siehst so aus, als könntest du nicht mal einen Cracker durchbeißen. In diesem alten Gehäuse steckt noch mehr Wind als in deiner ganzen Hose, du Grünschnabel. Ich habe einen Plan.
Zuerst müssen wir ihm da das Gehirn löschen, was keinen großen Unterschied machen wird. Hey! Einer muss ja schließlich dafür sorgen, dass Deponia gerettet wird. Sobald er wieder ahnungslos im Ballon schlummert, ist die Zeit reif für ein weiteres, brillantes Rohfußmanöver. Na super. Hast du noch mehr solcher Ideen? Hä? Wer sind Sie denn? Der gleich den Oberf aufreißt. Du hast unser Umux ein für alle Mal zerstört. Und die Zeitschleife existiert nach wie vor. Irgendwo in der fernen Zukunft wiederholt sie sich immer und immer wieder. Tja, schön wär's. Da wir euch nicht eingefroren haben, wird dieses Mal auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Der alte Rufus wird Deponia sprengen. Und das war's dann. Oh. Naja. Immerhin ist es nicht dasselbe dämliche Ende wie vorher, was? Freut euch nicht zu früh. Rufus? Wie jetzt? Noch einer von der Sorte? Welcher Rufus bist du nun wieder? Ich bin der Rufus, den ihr auf Elysium zurückgelassen habt, ihr Vollnasen. Das ist unmöglich. Wir haben dich beseitigt, bevor wir uns um Future Goal gekümmert haben. Habt ihr? Natürlich. Er hätte doch sonst nur wieder die andere Goal aufgehalten. Aber... davon hattet ihr gar nichts erwähnt. Sie kennen ja auch nur die halbe Geschichte.